Sonntag, 26. August, Sonnenaufgang vor Valencia. Das Lotsenboot rauscht heran. Die Lotsen haben sichere Jobs, denn ohne Lotsenhilfe darf kein Schiff in den Terminal fahren. Und die Schlepper, die uns später um die Kurven ziehen und stoßen werden, bilden das Empfangskomitee. Rechts erscheint ein Autotransportschiff von Grimaldi Line. Wenn das Schiff beladen ist, ist der Parkplatz leer. Diese Schiffe können bis zu 8000 Fahrzeuge an Bord nehmen. In der Höhe verstellbare Parkdecks ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Laderaumes. Geradeaus befindet sich unsere Anlegestelle.
Zuerst wird jetzt die Conti gedreht, damit der Bug Richtung Ausfahrt zeigt. Seitwärts werden wir an den Pier buxiert. Gruß vom Captain. Frage: Was würde wohl geschehen, wenn jetzt das Tau reißen würde? Würde der kleine Kraftprotz in die Seite vom Frachter krachen? Wie immer passen wir haargenau in die Lücke. Jawohl, wir sind im richtigen Hafen. Da gibt es ja die kleine Geschichte vom Kapitän, der zuerst seine Decksjunge
im eben erst angelaufenen Hafen zur nächsten Bäckerei schickte. Dort musste er Brötchen kaufen. Anhand der aufgedruckten Adresse auf dem Papiersack stellte der Kapitän fest, ob er im richtigen Hafen gelandet war. Sobald das Schiff festgemacht ist, fahren die Kranbrücken heran und die Arbeit mit den Containern geht los. Die Tamara verlässt Valencia. Sie ist 265 Meter lang und 32 Meter breit. Sie hat eine Tragfähigkeit von 50.000 Tonnen. Gebaut wurde sie 2008. Warten auf den Shuttlebus. Die Conti Everest beeindruckt mit ihrer Größe. Jetzt steht ein Besuch von Valencia auf dem Programm. Wir haben beim Terminaleingang ein Taxi bestellt und fahren ins Stadtzentrum. Valencia ist eine sehr schöne Stadt. Der Kontrast zu New York ist wohltuend. Am Eingang zur Kathedrale von Valencia. Königsplatz.
Kirche des heiligen Johannes. Beim Zentralmarkt. Direkt neben der Stierkampfarena befindet sich der Bahnhof. Die spanische Bahngesellschaft Renfe betreibt ein Netz von 12.300 km Länge. Renfe fährt auf der Breitspur von 1672 mm. Die Arena kann umrundet werden. Leider ist sie geschlossen und der Blick durch den Eingang muss genügen.
Wer in seiner Wohnung einen Fikus in der Ecke stehen hat, sollte mit Düngen vorsichtig sein, denn sonst könnte die Wohnung bald einmal zu klein werden. Dieses Denkmal steht am Platz vom Tor zum Meer. Es erinnert an den Spanischen Bürgerkrieg. Zu oberst befindet sich das Wappentier von Valencia, die Fledermaus. Es geht wieder zurück zum Schiff. Im Bus schnattert das Radio vor sich hin. Der Monorail-Kran ist in Betrieb und muss näher betrachtet werden. Die Funktionsweise ist leicht ersichtlich. Damit der Kran auf den Pier hinausreicht, verlassen die äußeren Rollen das Geleise. Die mittleren Rollen und diejenigen am anderen Ende reichen zur Stabilisierung aus. Wenn der Kran auf der anderen Schiffsseite in Betrieb ist, geschieht der gleiche Vorgang umgekehrt.
Der Kran fährt wieder zurück ins Schiff, um eine neue Last zu holen. Die Krankatze hängt an einer einzelnen Schiene, dem Monorail. Der Antrieb erfolgt durch die Elektromotoren, den Getrieben und die Zahnstange. Dank diesem Kran stehen den Passagieren und Besatzungsmitgliedern zwei spezielle Brückenloks zur Verfügung. Nacht über Valencia. Montag, 27. August. Die Seekarte zeigt's. Wir fahren nördlich an Ibiza vorbei. Und heute Nacht überquerte die Conti Everest, kurz nachdem sie Valencia verlassen hatte, den 0 Grad Meridian.
Nächste Destination: Neapel. Vorgesehen war Gioia Tauro am italienischen Stiefelfuß. Wegen großer Verspätung wird dieser Hafen jetzt ausgelassen und direkt Neapel angelaufen. Da wird wohl wieder ein Stapel Ladepapiere durch den Schredder wandern. Die Ankunft in Neapel ist am 28. August um 20 Uhr vorgesehen. Die Zeit der langen Turns auf See geht langsam zu Ende. Ibiza zieht an Steuerbord vorbei. Die Seekarte kündet schon Mallorca an. Mallorca. Ach du heilige Bürokratie, ob das die neuen Ladepapiere sind?
Sardinien wird angezeigt und nach Tunesien wäre es nicht mehr weit. In Kürze wird eine Halbstundenmarke gesetzt. So kann zurückverfolgt werden, wo wir um welche Zeit waren. Das Display über das Kühlsystem ist aufgeschaltet. In warmen Gewässern, wie dem Golfstrom oder dem Mittelmeer, müssen die Kühlwassertemperaturen besonders überwacht werden. Maschinenanlagen reagieren auf Überhitzung empfindlich. Damals, 1965 auf der Helvetia, hatten die Leute in der Maschine große Taschenlampen in der Gesäßtasche. Mit ihnen leuchteten sie die an den unmöglichsten Orten eingebauten Thermometer ab, um ein Überhitzen rechtzeitig zu bemerken. Elektrische Fernüberwachung gab es auf dem Schiff nicht. Unter dem Äquator vor Westafrika hatten wir im Maschinenraum 60 Grad warm. Es ist alles im grünen Bereich. Dienstag, 28. August. Während der Nacht hat die Conti die Südküste von Sardinien erreicht.
Der Tag empfängt uns mit weichen Pastellfarben. Die Twistlock-Kisten sehen so aus, als ob wir mit einigen Kisten Kartoffeln zum Markt fahren würden. Woher kommt wohl dieser Haken im Kurs, den das Schiff um 12.15 Uhr gefahren ist? War da ein plötzliches Ausweichmanöver nötig? Um diese Zeit wurde gerade das Mittagessen serviert und der Kameramann war nicht an Deck. Arbeitsanweisung für das Verwenden der Container-Ankerstangen.
Der Bugwulst. Durch seine Form verhindert er die Bildung der Bugwelle. Damit wird der Strömungswiderstand gesenkt und Treibstoff gespart. Mit ihm sind auch schon Walfische aufgespießt worden. Auf der Seekarte erscheint schon die Inselgruppe vor Neapel. Blick durch die Frontscheibe mit Spiegelung nach rückwärts.